Salve a tutti, wir haben den 15. März, es ist 17:38 Uhr, der große, schreckliche Verfalltermin ist rum. Wunderbar, bevor ich jetzt anfange mit euch, was hier über den DAX erzählen, folgendes. Also am Donnerstag, den 21. März um 17 Uhr, mache ich ein Webinar zusammen mit dem Jörg Scherer. Ja, der hat mich gefragt, das war schon im November, ob wir das zusammen machen können. Das ist selbstverständlich kostenfrei. Wir werden reden über, welche Charts sind aktuell besonders spannend, wie sind die Allzeithoch bei den Märkten zu bewerten, wie weit kann die Rallye noch tragen. Er wird den DAX übernehmen, er wird die Edelmetalle übernehmen und ich übernehme die Einzelwerte. Und dass er das mit mir macht, das freut mich wahnsinnig. Für mich ist das wie ein Ritterschlag. Ja, weil außer dem Jörg gibt es noch den Martin Utschneider, mit dem mache ich das Ende Juni. Und es ist für mich eine riesengroße Ehre, das zu machen. Ich werde unter den YouTube-Film den Anmeldungslink schicken. Wie gesagt, das ist umsonst. Aber da müsst ihr euch dann dran halten. Wir werden das Webinar nicht aufzeichnen. Und es läuft unter der Ägide von HSBC und mich freut das wahnsinnig. Also kommt vorbei und unter dem YouTube-Film schreibt eure Titel rein, die ihr haben wollt. Ich führe schon eine Liste, ich habe das gestern schon gesagt, da sind schon einige Werte drauf. Und wenn ihr irgendwo da sowas lest wie Siemens und sagt, ach, da steht ja schon Siemens, schreibt es trotzdem drunter, weil ich werde die Werte nehmen, die am meisten gewünscht werden. Und das sind, ich schätze mal, zwischen 5 und 8, je nachdem, wie schnell ich da durchkomme. Für mich ist das eine Art Speed-Dating mit Aktien. Ich finde das Weltklasse und ich freue mich tierisch auf den Jörg und wir werden einen Heidenspaß haben. So, was haben wir sonst noch? Morgen ist Anlegertag in München, kommt zahlreich, da gibt es ganz tolle Themen. Und jetzt schauen wir uns den DAX an. Im Moment hier um 15:40 Uhr handelt er bei 17.937. Hat also rund 100 Punkte abgegeben von dem Tageshoch, was wir hatten. Und diese Kerze hat ganz klar die Form eines Shooting Stars. Ich bleibe, auch wenn es euch langweilt, bei dem Ding, ich kaufe den DAX hier oben nicht mehr. Ich sehe mehr Risiko als Potenzial. Das Risiko sehe ich momentan hier bei 17.620. Das ist die Verbindung aus diesen Chartpunkten und der 20-Tage-Linie. Da hätte ich ihn gern. Ich hätte gern so eine Bewegung hier. Ein Touchieren, ein Anschmusen, ein Ankrabbeln von der 20-Tage-Linie. Das wäre für mich ideal. Es gibt für mich momentan keine frischen Kaufsignale. Im Gegenteil, ich werde ein bisschen weicher über das MACD, über die traditionelle und vor allem auch über die moderne Sichtweise. Die Stochastik hat bei mir noch kein Verkaufssignal gegeben. Wir sind immer noch über der 80 und nach wie vor bin ich da sehr, sehr streng, auch mit mir selbst, aber wir haben eine negative Divergenz. Also ich mag ihn auf diesem Niveau nicht, den DAX, nach wie vor nicht. Ich gebe zu, erneut, dass ich das hier nicht gesehen habe, diese Bewegung hoch, aber ich war auch zum Glück im Urlaub, sonst hätte ich vielleicht auch mal dagegen gehalten. Die Position, die ich am Mittwoch angesprochen hatte, das ist ein 18.370er Put, habe ich heute verdoppelt. Und da liege ich, wenn ich jetzt den Kurs so anschaue, bei 17.920 ist Break-Even bei mir. Also Break-Even, ich liege ein bisschen hinten, ich lag auch heute dann ein bisschen hinten. Aber ich mache mir da keine Angst. Wirklich nicht. Das ist, für mich ist das hier auf tönernen Füßen und mir gefällt es gar nicht. Was ich gut finde, ist die innere Stärke vom DAX. Muss schon sagen, ihr wisst, ich vergleiche immer den DAX mal mit dem Nasdaq, nur mal die Punkte zu rechnen. Jetzt ist der DAX tatsächlich 130 Punkte über der Nasdaq. Neulich war die Nasdaq 800 Punkte drüber. Das ist also, das ist ein schönes Hin- und Hergehandel mit den Jungs. Und das macht richtig Spaß. Also nochmal, ich finde das nicht so besonders toll, was sich hier abspielt. Und ich habe die Scheine ein bisschen geändert. Unwesentlich, aber ich habe sie geändert. Die Calls bleiben komplett die gleichen. Die habe ich jetzt die Basis angepasst und das sind die Hebel 20. Jetzt sind sie wahrscheinlich, weil ich habe das vor einer halben Stunde gemacht, vielleicht sind sie einen Punkt höher. Aber in etwa hier liegen sie, Hebel 20, Hebel 27. Ich hatte hier letzte Woche einen Put 18.090 mit einem Hebel von 100. Ich habe ganz viele E-Mails bekommen und wenn die reden könnten oder schreien, da hätte ich wahrscheinlich irgendwie so einen Hörsturz.
Ich habe es geändert, ist sehr gut, auf 18.189. War von einer halben Stunde ein Hebel von 70, dürfte jetzt einer sein von 64, 65. Und der hier ist auch nicht mehr 36, der ist irgendwo bei 34. Das sind die beiden Scheine, die Putzscheine. Wie gesagt, meine Position in Putz habe ich verdoppelt, weil ich mich einfach mit dieser Gemengelage hier nicht anfreunden kann. Ich rechne damit, dass wir eben diese 20-Tage-Linie, die wird ein bisschen weiter steigen, oder diesen Bereich hier 17.620 relativ bald sehen. Gut, was habe ich sonst noch? Sonst habe ich eigentlich nichts mehr. Wie gesagt, also das Webinar am Donnerstag, das wird mir einen Heidenspaß machen. Sucht euch Aktien aus, nennt sie doppelt, dreifach, vierfach. Je mehr ihr von euren Lieblingsaktien nennt, umso mehr gehe ich drauf ein. Und wird vielleicht sogar schon am Mittwoch einen Schlussstrich ziehen, um zu sagen, wir werden diese und diese Aktie nehmen. Das muss ich mal gucken. Von den Einzelwerten habe ich heute tatsächlich nichts mitgebracht. Ich kann mich da nicht, ich tue mich ganz schwer, da was entscheiden. Rheinmetall macht das, was sie soll. Sie steigt, bin ich nicht mehr dabei. Die PayPal waren auch in Ordnung. Die waren hoch bis 64 noch was. Die Scheine habe ich raus, dann habe ich sie über 63 nochmal gekauft, dann ging es auch mal wieder 70 Cent hoch. Ich bin momentan eigentlich sehr glatt. Was ich als Position habe, ist Lufthansa. Ich glaube, wenn diese ganzen Streiks letztendlich mal vorbei sind, dann wird auch die Lufthansa mal wieder deutlicher in Richtung 8 gehen. Ansonsten habe ich hier keine nennenswerte Position. Ich möchte den Markt sich hier mal ein bisschen austoben lassen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.